Am 14. Juni 1807 besiegte Napoleon in der Schlacht bei Friedland die Armee Alexanders zusammen mit letzten Resten der preußischen Truppen. Friedrich Wilhelm III. Gelangte auf anderen Wegen nach Memel. Dort traf das Königspaar auch mit dem russischen Zaren zusammen, der seine unbedingte Unterstützung zusagte. Die anschließenden Friedensverhandlungen fanden in einem Prunkzelt auf einem Floß im Fluss Memel statt. Der preußische König war zunächst nur als Randfigur zugelassen, als Russland seinen Sonderfrieden mit Napoleon abschloss. Weil vorauszusehen war, wie rücksichtslos der französische Kaiser mit dem schon zuvor besiegten Preußen umgehen würde, unterbreitete der preußische Unterhändler dem König seine Ansicht, dass es von guter Wirkung sein würde, wenn Ihre Majestät die Königin hier sein könnte, und zwar je eher, je lieber. Nun hatte aber Friedrich Wilhelm seiner Frau kurz zuvor nach Memel geschrieben, wie er Napoleon erlebt hatte. Ich habe ihn gesehen. Ich habe mit diesem von der Hölle ausgespiedenen Ungeheuer gesprochen. Nein, niemals habe ich eine härtere Prüfung erfahren. Trotzdem leitete er den Vorschlag des preußischen Unterhändlers weiter. Luise antwortete: Ihr Brief erreichte mich gestern Abend spät. Sein Inhalt hatte die Wirkung, die Sie vorausgesehen haben. Dennoch hat mein Entschluss im selben Augenblick festgestanden. Ich eile, ich fliege nach Tilsit, wenn Sie es wünschen. Die Begegnung mit Napoleon fand am 6. Juli 1807 in Tilsit statt, im Haus, das Napoleon während der Friedensverhandlungen bewohnte. Luise trug ein silberdurchwirktes weißes Kreppkleid und wirkte auf Augenzeugen trotz ängstlicher Spannung schöner als je zuvor. Der leitende Minister Karl August von Hardenberg hatte sie eingehend auf die Unterhaltung vorbereitet. Er hatte ihr geraten, liebenswürdig zu sein und vor allem als Ehefrau und Mutter zu sprechen und keinesfalls ein betont politisches Gespräch zu führen. Die Königin erlebte eine Überraschung. Statt des gefürchteten Ungeheuers stand ihr mit Napoleon ein beeindruckender, offensichtlich hochintelligenter, angenehm plaudernder Mann gegenüber. Luise bat um maßvolles Vorgehen bei den Friedensverhandlungen. Napoleon blieb unbestimmt in seinen Antworten, machte der Königin jedoch Komplimente. Als er sie fragte, wie die Preußen so unvorsichtig sein konnten, ihn anzugreifen, gab Luise die oft zitierte Antwort: Der Ruhm Friedrichs des Großen hat uns über unsere Mittel getäuscht. Napoleon berichtete später: Wenn die Königin Luise zu Beginn der Verhandlungen nach Tilsit gekommen wäre, hätte sie größeren Einfluss auf das Ergebnis gehabt. Glücklicherweise kam sie aber erst, als die Verhandlungen schon weit fortgeschritten waren. Sie bat, bettelte und flehte. Magdeburg besonders war der Gegenstand ihrer Bitten und Wünsche. Glücklicherweise trat ihr Gemahl ins Zimmer. Die Königin warf ihm einen bezeichnenden Blick zu und bedauerte, dass ihr Mann für sein Kommen eine so ungünstige Zeit gewählt hatte, und wurde ärgerlich darüber. In der Tat beteiligte sich der König an der Unterhaltung und verdarb die ganze Geschichte, so dass ich befreit wurde. Ich hatte die Königin zum Essen eingeladen. Sie bot mir gegenüber allen ihren Geist auf, wovon sie viel besaß. Ihr ganzes Benehmen war sehr angenehm und ihre Koketterie war nicht ohne Reiz. Dennoch war ich entschlossen, festzubleiben. Immerhin musste ich sehr Acht geben, dass ich keine halben Versprechungen machte oder ein zweifelhaftes Wort aussprach, umso mehr, da ich scharf beobachtet wurde, und zwar ganz besonders durch Kaiser Alexander. Kurz bevor man sich zu Tisch setzte, trat ich an ein Tischlein heran und entnahm einer Vase eine sehr schöne Rose, die ich der Königin anbot. Zunächst schien ihre Hand sie abweisen zu wollen, aber dann griff sie zu und sagte: Ja, aber wenigstens mit Magdeburg. Daraufhin antwortete ich: Aber ich möchte Eurer Majestät doch bemerken, dass ich es bin, der sie gibt, und sie, die sie annimmt.
Das Essen und die ganze übrige Zeit vergingen in dieser Weise. Die Königin saß bei Tisch zwischen den beiden Kaisern, die sehr galant mit ihr waren. Ich verlangte, dass man sofort die Verhandlung abschlösse und den Vertrag unterzeichne. Es geschah, wie ich gewünscht hatte. Auf diese Weise hatte die Unterhaltung mit der Königin den Vertragsabschluss um 8 bis 14 Tage beschleunigt. Später äußerte sich Luise positiv über ihre persönlichen Eindrücke bei der Unterredung. Und da auch der Kaiser sich beeindruckt zeigte, endete hier jedenfalls die Zeit gegenseitiger Beleidigungen. Konkrete Zugeständnisse erreichte die Königin nicht. Über das etwa einstündige Gespräch unter 4 Augen berichtete der Kaiser seiner Frau nach Paris. Die Königin von Preußen ist wirklich überzeugend. Sie ist voller Koketterie zu mir. Aber sei ja nicht eifersüchtig, ich bin eine Wachsleinwand, an der alles nur abgleiten kann. Es käme mir teuer zu stehen, den Galanten zu spielen. Tatsächlich waren die Bedingungen des Friedens von Tilsit für Preußen überaus hart. Der Staat verlor die Hälfte seines Territoriums und seiner Bevölkerung, alle Gebiete westlich der Elbe und die polnischen Besitzungen. Ein französisches Besatzungsheer musste versorgt werden. Die Zahlungsverpflichtungen von 400 Millionen Talern überstiegen bei weitem die Leistungsfähigkeit des Landes. Immerhin blieb Preußen als Staat erhalten, dank der Fürsprache des Zaren, dem sehr an einem Pufferstaat zwischen seinem Reich und Napoleon gelegen war. Nach dem demütigenden Friedensabschluss sah Luise ihre Hauptaufgabe darin, den König, der so oft verzweifelt war und von Abdankung sprach, aufzurichten und ihm durch ein glückliches Familienleben Rückenhalt zu geben. Sie selbst schwankte zwischen Niedergeschlagenheit und Hoffnung. Luise entbehrte die Geselligkeit von Berlin und vertrug das raue ostpreußische Klima nicht. Sie litt unter fiebrigen Erkältungen, Kopfschmerzen und Atemnot. In einem Brief an den Bruder klagte sie, das Klima Preußens ist abscheulicher, als es sich ausdrücken lässt. Meine Gesundheit ist völlig zerstört. Nach dem Abzug der Franzosen aus Berlin im Dezember 1808 hatte der König zunächst eine Rückkehr nach Berlin vermieden. Erst nach dem Scheitern der Erhebung Österreichs 1809 kehrte die königliche Familie am 23. Dezember in die Hauptstadt zurück. Der Empfang durch die Berliner war überwältigend herzlich, sowohl bei der Ankunft am Schloss als auch während einer abendlichen Spazierfahrt durch die festlich geschmückte Stadt. Eine Vielzahl von Empfängen und Festessen, von Theater- und Opernaufführungen schlossen sich an. Erstmals wurden zu solchen Festen auch nichtadlige Offiziere und bürgerliche Familien eingeladen. Eine geplante Sommerreise nach Bad Pyrmont, wo Luise ihre Gesundheit wiederherzustellen hoffte, musste abgesagt werden, aus finanziellen wie auch aus politischen Gründen. Preußen war praktisch bankrott und in Pyrmont hielten sich damals 2 Brüder Napoleons auf. Statt dieser Reise wurde ein Ausflug nach Neustrelitz beschlossen, wo seit 1794 Luises Vater als Herzog regierte. Auch die Großmutter aus Darmstadt lebte inzwischen dort. Die Gräfin Voss, schon über 80 Jahre alt, nahm an dieser Exkursion teil. In einem Brief an den Vater wird deutlich, wie sehr Luise sich auf diesen Familienbesuch freute. »Ich glühe vor Freude und schwitze wie ein Braten.« Am 25. Juni 1810 kam sie in Neustrelitz an. Der König wollte sich später einfinden. Nach kurzem Aufenthalt in der Residenzstadt zog man um nach Schloss Hohenzieritz in die herzogliche Sommerresidenz. Für den 30. Juni 1810 war ein Abstecher nach Rheinsberg beabsichtigt. Die Fahrt musste jedoch ausfallen. Luise blieb fiebernd im Bett. Der örtliche Arzt diagnostizierte eine Lungenentzündung, die aber nicht lebensbedrohlich sei. Auch der aus Berlin herbeigerufene Leibarzt des Königs fand keinen Anlass zu ernster Besorgnis.
Am 16. Juli wurde er abermals konsultiert, weil sich die Symptome Erstickungsanfälle und Kreislaufstörungen heftig verschlimmert hatten. Mit Eilkurier ließ die Gräfin Fürstin König in Berlin benachrichtigen. Kurz vor 5 Uhr am Morgen des 19. Juli 1810 traf er mit seinen beiden ältesten Söhnen in Hohenzieritz ein. 4 Stunden später starb Luise. Sie war 34 Jahre alt.